Ja, dann begrüße alle zu unserer ersten Pressekonferenz in 2018, die Präsentation unseres neuen Kreisläufers Jan Schäffer, der von den Rimperwölfen zu uns wechselt. Ich begrüße hier vorne unseren Geschäftsführer René Selke, unseren Cheftrainer Adalstein Eyjolfsson und dich, Jan, in deiner Geburtsstadt und bei deinem Heimatclub. Und bevor wir zu dir kommen, bitte René, erklär uns doch mal, wie ihr es geschafft habt, Jan zu uns zu lotsen. Ja, schönen guten Tag. Erstmal auch allen natürlich ein frohes neues Jahr, das für uns gleich natürlich sehr, sehr schön beginnt, weil wir es geschafft haben, diese wichtige Personalie so erfolgreich zu schließen. Ich freue mich sehr, dass der Jan sich ab sofort dem HC Erlangen anschließen wird. Wir hatten ja im vergangenen Jahr einfach die Situation durch die schwere Verletzung vom Urosch, dass wir auf der Kreisposition vakant geworden sind. Haben auch dort gleich gesagt, dass wir eine Nachverpflichtung tätigen werden, aber auch nur dann, wenn sie wirklich zum HC Erlangen passt. Da mussten natürlich mehrere Parameter erfüllt werden. Wir brauchten jemanden, der uns sowohl im Angriff als aber auch im zentralen Deckungsverband verstärkt und der natürlich auch menschlich zu unserer Truppe passt und einfach auch in unser Konzept passt. Und diese ganzen Parameter in der jetzigen Phase der Saison, wir stehen mitten in der Hälfte und das war natürlich nicht leicht, jemanden zu finden, der diese ganzen Parameter auch erfüllt. Umso glücklicher bin ich, dass wir es geschafft haben, mit dem Jan jemanden zu finden, der genau diese eben genannten Werte mitbringt und uns ab sofort auch verstärkt. Jan kommt aus Rimper zu uns, wobei er, Steffen hat es schon angesprochen, eigentlich auch in seine Geburtsstadt zurückkehrt, hier in Nürnberg. Er hat ja auch bis 2011 für den HC Erlangen gespielt, kennt sich also bestens aus, hat noch viele Kontakte hier, seine Wurzeln liegen auch hier, was natürlich auch mit einer der Gründe für den Wechsel sind, dass er jetzt für seinen Heimatverein in der ersten Liga spielen kann. Zudem, aber da kann er ja selber nochmal was zu sagen, strebt er im nächsten oder im Ende des Jahres eine Promotion an hier in Erlangen und diese ganzen Punkte haben am Ende dazu geführt, dass es für ihn sowohl sportlich als auch privat, auch seine Familie ist noch hier in der Region, als aber auch arbeitstechnisch, studiumstechnisch für ihn der richtige Schritt ist. Und wir sind halt sehr, sehr froh, dass wir ihn von unserem Konzept überzeugen konnten und ihn jetzt sozusagen an den HC Erlangen binden konnten. Das waren lange Wochen, viele Gespräche. Wir sind auch den Rimperer Wölfen sehr, sehr dankbar, dass sie die Freigabe erteilt haben und Jan für uns spielen kann. Deswegen freuen wir uns alle sehr, dass Jan da ist. Und Jan, dir persönlich wünsche ich natürlich alles Gute. Eine tolle Zeit, eine erfolgreiche Zeit. Und ja, vielen Dank, dass du uns unterstützt. Und alles Weitere, denke ich, werden wir dann in den nächsten Wochen sehen. Und ich freue mich jetzt auf die Rückrunde, die am 8.2. hier in Nürnberg startet gegen die SG Flensburg-Handewitt. Und dann können wir Jan das erste Mal Action sehen. Danke. Danke, René. Trainer, wie froh bist du, dass diese Position geschlossen ist? Sehr, sehr. Und vor allem auch mit Jan ist ein Spieler, den ich schon seit 2011, 12 länger beobachte oder seit seiner Rimperer Zeit und hab seine Entwicklung gesehen. Und ich kann, glaube ich, ganz klar sagen, dass er aus der zweiten Liga einer von den besten Kreisläufern, wenn nicht der beste Kreisläufer in der Liga ist. Und ich bin absolut von seinen Qualitäten überzeugt. Er passt hervorragend in unser sportliches Konzept. Dass er aus der Region kommt und früher bei HC Erlangen war, ist ein absoluter Bonus. Aber ich bin absolut von seinen sportlichen Fähigkeiten und menschlichen Fähigkeiten überzeugt. Und das waren halt das sind die Gründe, warum ich extrem glücklich bin, dass Jan sich für uns entschieden hat und diesen Weg mit uns gehen wird. Und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm. Danke, Jan. Jetzt hast du viel über dich gehört, hast viel auch schon über die Region gesprochen. Was geht gerade in dir vor? Wie freust du dich, wieder nach Hause zu kommen? Also, hallo erstmal. Es ist eine wahnsinnig schöne Entscheidung für mich. Das Ganze, was mir präsentiert wurde, vom HC Erlangen in meinen Jugendverein zurückzukommen, mit dem Athlet zusammen. Wir kennen uns ja auch schon ein bisschen. Da freue ich mich wahnsinnig drauf. Ich wollte auch nochmal betonen, dass es natürlich mich sehr freut, dass das möglich war, dass Rimper mir möglich gemacht hat, herzukommen. Und ja, ich bin gerade geflutet von Emotionen in den letzten Tagen. Ich bin viel Zeit
nachdem ich aus Erlangen weg bin, 2011, bin ich erstmal 3 Jahre gependelt. Also ich bin wirklich noch so viel hier und habe das auch immer mitverfolgt. Und es wird einfach mein Traum war, in der ersten Liga zu spielen und dann noch für meinen Jugendverein. Also ich könnte es mir nicht schöner vorstellen. Also ich wüsste nicht, welches Los besser wäre. Deswegen auch freue ich mich sehr und ja, will mein Bestes geben, das Team zu unterstützen und dass wir Erfolg haben. Danke dir. Eure Fragen. Christoph Benisch. Jetzt wird man Jugendverein, der große Traum, hierher zu kommen. Was man aber auch hört, ist, dass der HC Erlangen schon öfters mal angeklopft hat, wo du abgesagt hast. Warum jetzt ausgerechnet nicht abgesagt? Es kam einiges zusammen. Das waren, denke ich, auch das Gesamtkonzept. Ich glaube auch diese Unsicherheit, was auch immer mit dem Urus da war. Ich kann für mich sprechen, es war sehr nebelig um die Situation. Und da hat es eine ganz klare Fakten geschaffen war das dann auch eine ganz andere Situation, denke ich mal. Also ich kann nicht für den René sprechen, aber für mich ist das natürlich eine ganz andere Situation geworden, ja, seitdem. Also nicht mehr als mögliche Nummer 3, sondern als mögliche Nummer 2 oder Nummer 1 jetzt hierher zu kommen, oder wie? Ja, genau, ja. Okay. Erste Liga zu spielen. Also vielleicht kann ich an der Situation noch mal kurz einhaken. Natürlich, Jan, wie schon gesagt, ist ja aus der Region, dementsprechend hat man natürlich da auch schon länger steht man im Kontakt. Jetzt nicht, dass man ein konkretes Angebot gesetzt hat. Auch im Sommer haben wir uns einfach nur unterhalten über verschiedenste Perspektiven. Aber ohne jetzt konkret zu sagen, so könnte es ausschauen, einfach weil wir ja auch mit der Kreisläuferposition und Bondalo eigentlich auch voll besetzt waren. Niemand wusste so genau, wie kommt er wieder zurück. Und aufgrund dieser Tatsache haben wir jetzt auch nicht weiter die Gespräche intensiviert. Jetzt im Ende letzten Jahres hat sich die Situation einfach vollkommen geändert, weswegen wir auch gesagt haben, okay, jetzt lass uns wirklich mal ganz genau zusammensetzen und schauen, wo der Weg hingehen kann. Und ja, ich bin sehr froh, dass wir dort eine gemeinsame Linie gefunden haben und dass er sich jetzt auch für uns entschieden hat. Achim, du sagst, er passt genau ins Konzept. Kannst du ein bisschen erzählen, wo genau die Stärken liegen des neuen Mannes und wie er genau ins Konzept passt in deinen Augen? Jan ist von seiner Grundausbildung sehr, sehr taktisch und technisch gut ausgebildet. Vor allem was Sperren, was Mischmetz auf Außen, sind so viele Qualitäten, die er da im Angriff mitbringt. Ist vor allem dann trotz Kreisläuferposition sehr, sehr schnell auf den Beinen und zweikampfstark, was die Innenblockspiel angeht. Wie gesagt, es ist dann ein sehr intelligenter Spieler, der ja, die Gesamtkonstrukt gut versteht und seine Rolle, glaube ich, sehr gut versteht. Und deshalb passt das halt in das taktische Vorhaben, die ich habe. Und er bringt da einfach Qualitäten mit, die wir sehr brauchen in unseren Spielen. Philipp Rosa, Nürnberger Zeitung. Jan, 2 Fragen auf einmal. Das eine ist, hast du noch Kontakte nach Erlangen zu Spielern? Sind dann immer allzu viel da oder eigentlich wahrscheinlich gar keiner mehr, mit dem du noch zusammengespielt hast? Und dann die zweite Frage, wir haben uns in der vorletzten Saison unten in den Katakomben unterhalten. Welche Erinnerungen hast du oder welche Eindrücke hast du damals mitgenommen aus der Arena? Also zuerst mal zu den Kontakten nach Erlangen. Also es ist ja noch sehr viel auch drumherum vom Trainer, Tobias Wannemacher, also im Verein allgemein kenne ich sehr viele Leute. Dann ganz spezifisch die Spieler. Gegen Nico Link und gegen Andreas Stöder habe ich ja schon in der Jugend gespielt. In einem Friedberg und in Rothenburg. Und da hat man sich natürlich auch immer, Handball ist natürlich auch ein Dorf. Man kennt sich dann halt auch von den Spielen. Wir haben gegen Erlangen gespielt, haben ein Trainingsspiel gemacht und wie das dann halt auch so ist, von den Personen. Ja, also da kennt man sich ja einfach. Und das zum Zweiten, als Kind, wenn man hier natürlich Eishockey geguckt hat in der Arena, damals war das Thema Handball hier noch nicht in der Arena, da war das erst schon mal was Besonderes, hier in der Arena auf einmal spielen zu dürfen, wo man als Kind dann immer auch hingelaufen ist zum großen Gucken.
Das war schon was Tolles und das war dann auch diese Entwicklung mitzusehen, dieses Ganze hier in die Arena zu kommen, wie sich alles verändert hat. Das war natürlich auch eine Riesenfreude, dass ich jetzt sagen kann, da freue ich mich wahnsinnig drauf. Christoph. Wir haben gehört, einer der besten oder der beste Kreisläufer der zweiten Liga. Rimpa spielt ja wieder um den Aufstieg auch mit. Hat das sicher zu Irritationen geführt, jetzt zur Winterpause zu sagen, ich wechsle den Verein? War das schwierig, das dem Verein, der Mannschaft, den Freunden beizubringen? Zu den Spielern ganz klar wurde ich durch die Bank beglückwünscht. Das war das Traum eines jeden Spielers. An der Kombination erst recht. Also da keinerlei Missverständnisse in der Mannschaft. Mit dem Management, das wurde sich geeinigt, da war ich auch außen vor. Das bin ich dankbar, dass das so geklappt hat. Und das Verhältnis ist gut. Ich arbeite auch noch mit unserem Geschäftsführer beruflich zusammen. Sind auch heute hier beruflich in Nürnberg, bei Bosch eigentlich. Und also, ich wüsste jetzt nicht, was da. Ich denke mal, es ist von der Tabellensituation, ich kann nicht für alle sprechen, so dass wir 4 Punkte Rückstand hatten auf dem Aufstiegsplatz oder haben, aber die Saison ist noch lange und wir wissen, wie schnell es hoch und runter geht. Also es ist Fakt, dass ich jetzt hier bin, deswegen freue ich mich darauf. Um beim beruflichen Bereich zu bleiben, du klang ja an, willst Doktorarbeit in Angriff nehmen. René hat von Erlangen gesprochen. Es war ja auch die Rede davon, du solltest beim Hauptsponsor von Rimpa irgendwas in Sachen Robotik machen. Bleibst du da dabei oder ist es davon tangiert? Ja, ich habe meine Masterarbeit hier bei Bosch Nürnberg in Robotik geschrieben, arbeite jetzt da auch auf einem Forschungsprojekt und Hightech hat eine Robotik-Sparte und das hat sich so ideal ergeben und ich habe hier in Erlangen auch studiert, also ich habe an der FAU mein Master Masterarbeit geschrieben auch und dementsprechend passt es ideal. Gibt es weitere Fragen? Ist nicht der Fall, dann wünsche ich uns allen einen schönen Restmittwoch und dir einen guten Einstieg bei uns. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss.